Willkommen zurück zu Let's Play GTA 4. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Wir brauchen mal deine Meinung. John, komm bitte zum Haus. Da bin ich schon. So, ich habe mal nachgeguckt, wie viele Missionen es insgesamt gibt. Wenn ich richtig liege, gibt es 23 Missionen, also noch 13. Howdy. Billy, I just don't see how we have a choice, man. I have a choice. I'm free. I'm not a slave. I have a choice. Jim, I love you, man, but since you've hit middle age, you really lost something. Yeah, and since you've fucking been strung out on this shit, you've lost something. You fucking mind. Easy, Jim. Look who the fuck you're speaking to, huh? Hey. What's up? I'm just trying to explain to our friend here that possession is 9/10 of the law. We should make the Slopes pay us back. Billy, I got Chad on the phone. Pay us back for what? Look, we have a business opportunity here, Johnny. You think a guy like you should be pleased? Yeah, but Jim says there's some problem. There is. That H we stole. It belonged to the Chinese. The deadbeats told them we got it and they want it back. So? Fuck them. Finally! Billy, Chad's on the phone about the meeting. Look, normally I'd be down for that, but these aren't the type of dudes you just say fuck them to. There's some heavily armed, pissed off motherfuckers who killed a couple of angels when they found out this shit was gone. Now I'm thinking maybe we could strike up a deal with them. Okay. Okay. Yeah, why don't you just suck them off while you're at it? And tell Chad I'm sober as can be over here! That's what I told him. Look, I just think that given this war we're back into with the Angels of Death, and given the fact that one or possibly two government agencies are looking into our shit, that offloading the heroin would be a good idea, all right? And looking for a fight is the wrong thing to do right now, given the fact that we can't even stop fighting amongst ourselves! Yeah, you're right. We should probably all get in a circle, hold hands, pray, sing kumbaya. Kumbaya. Yeah, whatever. This ain't no joking matter, Billy. We'll either end up dead in the ground or back in the lockup with you. I ain't going back there. I'd rather be dead. Damn straight. Well, you don't have to do either, man. I just think that getting rid of that stuff now is the right thing to do. Okay. Gib dich zum Treffpunkt mit Billy. Dann mal los. Das erste habe ich. We should chill out. You haven't been talking, have you? Don't go forgetting what happened when Horse sang his little ditty. I'd never talk to a pig, but there's a lesson to be learned, all right. You're out of line, John Boy. Stick behind me. Irgendwie in den Pfosten geknallt. I'm surprised Billy agreed to this. It's the first smart move he's made since getting out of rehab. Yeah. Maybe he's starting to calm down. Maybe he stuck too much of that brown into his arm then. Danke. Echt, vielen Dank. Das war wahrscheinlich die Rache dafür, dass ich vorhin gefahren bin. How'd you find out that H belonged to the Triads? Was soll das? Könnt ihr mal aufhören, in mich reinzufahren? Shit, Jim. So, hier kriegt er zurück. Und du auch noch. Einen brauche ich noch, dann habe ich vor das Schild. Da ist es. Schnell. Und das habe ich. Gut. Wärst du da wohl mal vor mir weggehen? Nochmal, ich hab doch alles. Na gut, wahrscheinlich Motorrad reparieren. Fahre ein Rennen mit der Lost Crew zum Treffpunkt.
Ach, das würde ich ja gewinnen. Die sind mir ja eh immer zu langsam. Und tschüss. Gut, ich habe die anscheinend abgehangen. Well, Bill, I may have beat you, but you're still the fucking man in my book. Begib dich zu deinem Motorrad. Ja toll, jetzt soll ich ja so lange warten, bis sie da sind. Na endlich. All right, Jim, Johnny, since you two were both so vocal in your support of this deal, you two are going to be the ones to hand over the Brown to the Slopes. What are you and your boy here going to be doing? We are going to watch your backs because unlike this fat man here, I just don't trust those little yellow bastards. Good luck. Hey, they don't need luck. We're looking out for them. This better be cool, man. So, Johnny, this is, Okay. We gonna be cool and do this thing? So let me get this straight. You are here to sell us back our heroin. The heroin my cousin sweated over in order to bring to this country only to have it stolen. Look, man, we can do business or go to war. Your call. In this country, they seem to be the same thing, you stupid pieces of shit! Fuck you! Where the fuck's Billy? Back on your word! Schalte die Triaden aus. Wir haben es ja nicht anders gewollt. Ich nehme mal nur die Pistole. Oh, gar nicht gesehen. Ich versuche einen Headshot zu machen. Kommt der vielleicht auch nochmal mit? Hier sollen auch irgendwo Gegner sein, nur hier ist kein. Ach doch, da. Hat sich da versteckt. Hab ihn aber trotzdem gesehen. Ich dachte, das wäre ein explosives Fass. So. Oh, ja gut. Höher als gedacht. Over with.
Begib dich zum Vorderteil des Gebäudes. Und fast runtergefallen. Aber nur fast. So, das hier sollte keinen Schaden machen. Das sieht gar nicht gut aus. You set me up, Johnny! You set me up! Put your hands in the air. Now! Fuck you, Johnny! You're dead! Shut your goddamn mouth! Shut your mouth! Dead. Shut up! This is some bad shit! Johnny Kleibitz. Brian, man. Shit's fucked. Billy's been taken down. Where are you? Bill, yeah, he's fucked out. Thanks to you. I'm around the corner. We're coming. Wait there. Let's get back to the bikes. Zurück zu den Bikes. Suspect William Gray arrested in Chinatown and sent units back down. Warum laufe ich jetzt hier wieder hoch? What was all that about? I don't know, man. Billy sounded pissed. He's gonna have plenty of time to think about his anger on the inside. Ich wollte das testen. Okay, reicht jetzt mit dem sinnlosen Herumgeschieße. Ich fahr weiter. Du bist jetzt der Präsident der Lost. Führ die Gruppe zurück in euer Gebiet. Da fehlt einer. Okay, also ich bin jetzt der Anführer. Okay. Oh, ja, ich soll da best nach vorne gucken und nicht nach hinten. Na, vielen Dank. Brian, man, what the fuck were you and Billy doing while those triads jumped on me and Jim? Important question, Brian. What happened there? Billy said these triads were ready to deal. You must have fucked shit up, Johnny. Billy never wanted to make thanks for fine. Okay. I'm just hoping my brothers didn't send me into an ambush. Gut, sind noch alle hinter mir. Na, ganz toll. Ja, toll, ich bin durchgefahren. Get your cock out of your head and get a move on. Und wir sind da. Gut. Jesus, that was heavy, man. Fuck it. What was Billy's fucking problem? Nothing wrong with him, buddy. You two want us to end up all dead? Man, Billy was right about you. I knew you were a rat. Now he's gone, man. He ain't gone, Brian. He's gone to prison. He's not dead.
You ratted him out. You ratted him out. No, I didn't. He nearly got me fucking killed. You set us up. You always wanted to be the one, the man. You're a gimp, Johnny. A gimp and a fucking Judas. What the fuck are you talking about, you ass-kissing little weasel? Hey, Brian. Johnny's not like that, Jim, man. You're wrong, man. I know you're a good guy, but this Jew prick, he fucked us over, man. He set us up and he called the cops. And you know why? Because they're putting heat on him. They saw him and they've been calling him. I know because they did the same to me. And they told me you ratted us out. You keep talking like that, you are dead, my little friend. Fuck you, man. What? You sent Billy to jail, huh? Show us your phone. Prove you ain't been speaking to the law. I don't prove shit to you. And I didn't talk to no one. Fuck it. Come on! You stay away from us, you hear? Jim. I guess I gotta take over as chapter president now. When people hear about Billy going down, there's gonna be more pressure on us than ever. We gotta get through it. Brothers for life, man. Lost forever. I'll see you soon. Okay. Toll. Oben links steht Billy verhaftet. Das weiß ich selber. So, was war das, ist das hier eigentlich? Gangkrieg. Das kann jetzt zeige ich. Und das. Ja, nö. Nee. Jetzt nicht. Wobei. Ach komm doch, machen wir einfach mal kurz. Vielleicht spielen wir das DLC ja doch zu 100%, wer weiß. Clement? Clement, you there? I'm here. What can I do you for, Congressman? Oh, listen, Clement. The taxpayer is picking up the bill for this call, so I'm going to make it brief. The amount of help I need from a man with your skills has tripled in volume, and that's a conservative estimate. If you're interested in helping me out with this, you can call me, and I'll tell you what I need. The pay will be more than adequate. Once you go down the dark path, it just keeps going, don't it, Stubbs? I'll call if I feel the need to keep you in the lifestyle to which you're accustomed. War aus Versehen. Nicht. So, dann mal gucken, was bei dem Gangkrieg so ist. Ah, okay. Voll Idiot. Was haben wir denn hier? Dann los. Super. Okay. Ich schieße die Polizisten einfach gar nicht an, sonst habe ich gleich noch 3 Sterne. Das wäre dann noch ein bisschen viel. So, nach oben. Oh, da sind sie ja schon. Gut, das werden die schaffen, haben sie schon. Ich konnte keinen Schaden machen. Oder zumindest habe ich nicht getroffen, meine ich.
Der andere haut ab. Den kriege ich auch noch. Dann fehlt noch einer, der haut gerade ab. Den hole ich aber auch noch. Wo muss ich jetzt hier hin? Lang. Auf jeden Fall nicht nach oben. Ich musste nach links, nach unten. Da fehlt doch einer, wir waren doch eben mehr. Wird nicht auf der Karte angezeigt, wo mein Team-Typ ist. Ich hätte doch nach oben gemusst. Ups. Das vergessen wir einfach mal. Aber ich muss auf die rechte Seite rüber. Na gut. Dann halt nicht. So. Okay, time to make ourselves scarce, boys. 1 von 25. Jetzt werden hier auch einige mehr angezeigt. Und Prozent ist jetzt bei, hat sich nicht erhöht. Weil es, glaube ich, noch nicht gespeichert wurde. Könnte ich mir vorstellen. Jetzt? Nö. Naja, gut, dann machen wir aber den jetzt hier noch, wenn... Obwohl, nee, wir können ja einmal kurz... Ich möchte hier das Rennen fahren, dann... werden die ja auch auf der Karte angezeigt. Oh, okay, alles gut. Kannst du beruhigt sein. Sehr mutig, bei so einem Sturm mit einem Helikopter rumzufliegen. So, da vorne ist das Renner schon. Au! Ich bin hingefallen. Ja, steig drauf. So. Wie viele Rennen gibt es? Ich könnte mir vorstellen, es gibt auch 25. Waren es bei den Gegenkriegen 25? Ich glaube ja. Danke. Ah, okay, kann ich auch. Ja, ganz schön rutschig hier. Echt schlau, das bei Regen zu machen. Zwei Runden gibt es. Was hat der denn vor allem für ein Motorrad? Ist ja komplett unfair. Warum kann ich den nicht vom Bike hauen? So, ich bin Erster. Noch. Die haben halt komplett andere Motorräder. Ich glaube, ich hätte auch in Sicherheit mit dem Feuerwehrfahrzeug dort das Rennen fahren können.
Ja, gut. Die kamen da aber aus dem Tunnel sehr schnell rausgeschossen. Gut, das war's dann mit dem ersten Platz. Aber es gibt ja immerhin zwei Runden. Kann ich die nicht einfach totschlagen? So, zweite Runde. Und der zieht so weit weg schon. Aber wenn man mal bedenkt, wie stark die aus dem Tunnel da später rausschießen, dann, das ist ein Vorteil für mich. Weil ich nicht so übertreibe wie der hier. Aber der dritte Platz ist auch schon ein bisschen weiter weg. Aber ein Fehler und der kann mich ganz einfach einholen. Ich hätte gerne eine Schusswaffe. Und dann bei dem Typen vor mir auf den Kopf zielen. Weil irgendwie bezweifle ich gerade, dass ich das schaffe gegen den. Wobei, der jetzt kommt links von mir. Und ich habe ihn nirgends mehr gegengehauen. Ja, ganz, ja, jetzt bin ich auch noch Dritter hier. Ich hoffe mal, das zählt trotzdem, auch wenn man nicht Erster ist. Weil wirklich Lust, das Rennen neu zu machen, habe ich jetzt nicht. Ja, Zweiter werde ich. Wenn überhaupt. Erster schaffe ich nicht. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich möchte vorab nochmal kurz sagen, ich mag Rennen nicht besonders, ne? Ja. Und ich glaube auch irgendwie, dass das nichts zu den 100% beiträgt. Dafür gibt es einen ganz einfachen Grund, warum ich das jetzt glaube. Und zwar, der Gangkrieg hat ja schon nicht dazu gezählt. Und das, ja, halt der Gangkrieg hat nicht gezählt. Bei den Prozent. Naja. Aber dann würde ich jetzt erstmal sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.